Der TuS Neukölln ist ein ganz besonderer Verein. Tanzen und Basketball, die zwei ja wohl unterschiedlichen Sportarten, passen hier zusammen. Die Cheerleading-Gruppe Schrille Schrullen sind heute bei den U9-Basketballern am Spielfeldrand. Und nicht nur das, Unterstützung durch Anfeuern und durch die erste gemeinsame Show in der Halbzeitpause wird Cheerleading ein fester Bestandteil vom Basketball. Also seit 2 Jahren, seit der 150-Jahr-Feier von TuS Neukölln, habe ich einen Kontakt zu der Haupttrainerin der Tanzabteilung. Und die hat uns gefragt, weil sie so ein Mädchen hat, die viel üben, aber kaum Gelegenheit haben, aufzutreten, ob das nicht mehr beim Basketballspiel möglich wäre. Vor 2 Jahren gründete die Trainerin Monika Winkelmann die Cheerleading-Gruppe. Und heute dürfen die 8- und 9-jährigen Mädels endlich auf die große Bühne. Die Tänzerinnen trainieren einmal die Woche und haben schon 3 Tänze perfekt gelernt. Und das zeigen sie auch. Die Zuschauer sind begeistert von der Einlage in der Halbzeit der Basketballer. Ja, also TuS Neukölln ist ja ein Brennpunktbezirk und da nimmt sich unsere Gruppe auch nicht aus. Es ist immer eine finanzielle Sache, sowas auf die Beine zu stellen. Cheerleader für gewöhnlich ist teuer. Und zu sehen, wie die Kinder sich sozial entwickeln, das ist somit das Größte, was man dann erlebt, wenn sie dann im Erwachsenenalter noch in der Gruppe sind und man überlegt, wie waren sie, als sie gekommen sind und wie haben sie sich entwickelt. Die Kostüme werden selbst genäht, die Tänze zusammen ausgearbeitet. In der Trainingsgruppe geht es vor allem um Spaß. Das erste Treffen und Kennenlernen der Basketballer, erstmal schüchtern. Und das Einsetzen der Schlachtrufe, schüchtern. Schnell aber löst sich die Anspannung und die Einsätze kommen gekonnt. Also, das hat mich glücklich gemacht und dann habe ich besser gespielt. Und auch beim nächsten Spiel dürfen sich die U9-Basketballer auf große Unterstützung freuen. Die Schrillen Schrullen sind jetzt nämlich einmal im Monat bei den Heimspielen des TuS Neukölln dabei. Und das Gemeinschaftsgefühl sollte der Gegner nun wirklich nicht unterschätzen.